Live aus Berlin, ein herzliches Kinder. Das ist Europas größte Spendengala. Oh, 50 Euro, das ist ja riesig. Ein Herz für Kinder, Samstag, 20.15 Uhr, live. I'll wait to see your golden smile. Feel a thousand kisses. Oh, stay. Zoe Wies ist eine Sängerin. Sie ist auch weltberühmt und sie war in der Schule Alter Teichweg. Zoe Wies war auch früher eine Krokatze. Da hat sie auf jeden Fall schon viel Übung bekommen und auf jeden Fall auch schon Bühnenerfahrung. Zoe Wies ist weltberühmt, sie ist überall angezeigt. Und ich freue mich ganz doll, mit all den tollen Kindern heute nach Berlin zu fahren. Ich bin auch sehr, sehr aufgeregt, wenn wir heute um 20.15 Uhr auftreten live. Fernseher. Und wir kommen nur. Wir kommen hinterher. Ja, mit dem Bus. Und wir treffen uns. Dankeschön, das war richtig schön. Das machen wir jetzt jede Stunde einmal, damit wir es nicht vergessen. Kinder aus Hamburg. Lächeln! I don't wanna lose control. Leg dich und lächeln. Nothing I can do anymore. Konzentration und Leise. Leise, nee.
gentlemen, on the red carpet, the ladies. Oh, ist sie so. Zoe Wees in 2 Minutes Live on Stage. Zoe muss einmal raus, ihr bereitet euch vor. Auftritt, Auftritt, Zoe Wees ready on stage. Schaffen wir Großes. Gleich bei uns bei Ein Herz für Kinder hier im ZDF ein besonderer Auftritt. Eine junge Frau aus Hamburg-Dulsberg, die zumindest auf dem Weg ist, ein Weltstar zu werden. Ihre Songs bereits jetzt 3 Milliarden Mal gestreamt. Und wenn wir gleich anschließend ihren ersten großen Hit Control hören, dann singt sie mit den Dulsberger Chorkatzen. Genau dem Chor, in dem sie als Grundschülerin angefangen hat zu singen. Hier ist Zoe Wees. Early in the morning, I still get a little bit nervous, fighting my anxiety constantly, try to control it. Even when I know it's been forever, I can still feel it's been. Oh no, hurts but no remember, and I never wanna feel it again. Don't know if you get it, cause I can't express how thankful I am. Oh no, that you are always with me when it hurts. I know that you'd understand. I don't wanna lose control. There's nothing I can do is coming, but I know it's not. Trying to breathe in and then out, but the air gets caught. Cause even though I'm older now and I know how to shake up the past, I wouldn't have made it if I did have you holding my hand. Cause I don't wanna lose control. There's nothing I can do anymore. Trying every day when I hold my breath, and spinning out in space, pressing on my chest. I don't wanna. Zoe Wees, Control und Sorry for the Drama. Wie schön, dich hier zu haben. Hallo. Ja? Hallo. Wie toll, dass du da bist, Zoe. Dankeschön. Und wie toll, dass du uns unterstützt. Das ja, ist die junge Frau, die bei den American Music Awards war, die bei Ellen DeGeneres in der Talkshow war. Da gibt es nicht so viele Deutsche, die es dahin vielen schaffen. Dank. Und Zoe, komm ein bisschen zu mir, dann ja. Haben wir den Mikrofonständer da nicht immer so im Blick. Ich kenne deine Schule ja ein bisschen am alten Teichweg und kenne die Menschen dort. Und das ist also der Chor, in dem du selbst angefangen hast als kleines Kind. Und der hat dir die Liebe zur Musik geschenkt? Ja, genau so war das. Und aus euch kann so viel werden. Macht einfach weiter. Es ist so toll, die Kinder zu sehen. Ja, und ich habe mit dem Schulleiter gesprochen, weil ich Björn auch ganz gut kenne. Und er hat gesagt, für viele dieser kleinen Menschen aus Hamburg, die nach Berlin kommen, 260, 70 Kilometer, die erste etwas größere Reise im Umfeld der Proben bei Ein Herz für Kinder, zum ersten Mal eine Übernachtung im Hotel. Kleine Menschen aus Hamburg-Dulsberg, die Dulsberger Chorkatzen live bei Ein Herz für Kinder. Und Zoe, Zoe, gemeinsam machen wir noch mal einen Spendenaufruf, okay? Und sagen 01802 10 10 10. PayPal ist eine gute Möglichkeit. Online, ehfk.de. Alle zusammen schaffen wir Großes, vielleicht auch mit dem QR-Code.
Und dann sehen wir vielleicht so Karrieren wie die von Zoe Wees, die in einer klitzekleinen Wohnung in Dulzberg aufgewachsen ist und die als kleines Kind nicht wusste, dass sie möglicherweise alle Chancen hat, ein Weltstar zu werden. Zoe Wees! Vielen Dank. Danke, danke. Guten Abend aus Berlin. Danke sehr. Erste Klasse, die ich hier am Alten Teichweg mit unterrichtet habe, besucht. Und von daher kenne ich Zoe schon, seit sie 6 Jahre alt ist und eingeschult wurde. Als ich den Song Contour gehört habe, war es halt schon ein Moment, ja, wo auch die Tränen kamen. Sie hat ihn mir geschenkt. Das größte Geschenk, was man überhaupt nur bekommen kann. Ah, jetzt kommen mir schon fast die Tränen. Liebe Kinder, das war der Wahnsinn. Mein Handy platzt schon vor lauter Nachrichten, die euch gesehen haben im Fernsehen und sagen, das war der Wahnsinn. So toll. Ihr könnt so stolz auf euch sein, dass ihr das da ganz alleine mit Zoe auf der Bühne hingekriegt habt. Und dann gehen wir für heute ziemlich schnell ins Bett. Und morgen treffen wir uns dann alle wieder beim Frühstück. Mein Herz ist erfüllt voller Leben. Ich bin sehr müde. Nur noch ins Bett. Fertig. Mein Licht geht auf und leuchtet, mein Licht bleibt nicht allein. Gleich geht ein helles Leuchten weit in die Welt hinein. Von mir zu dir, von mir zu dir, weit in die Welt hinein. Mein Licht. Jemand auf euch, eure Fangruppe. Alle aussteigen hier. Halt, halt. Oh, natürlich. Habt ihr super gemacht. Wo ist denn der Rest? VIP, aussteigen. High five, super gemacht. Der nächste, komm raus, du Superstar. Mit Paar, ihr habt eine Goldkarte. High five, Superstar. Hey! Superstar, High Five, yay. Yeah. Stolz? Ich habe nur geheult, das war wunderbar. Die Freude zu sehen und Fans, ja. Das ist sehr wunderbar. Das war eine Erinnerung für die ganze Leben. Stolz, ja, wirklich. Also das war ein Tag, also für mich war das wie ein Jahr. Ja, ich bin mega glücklich. Das war auch mega toll. Und habt ihr dann Spaß gehabt? Mega. Die Kinder hat so gut gesungen. Ah, ich bin stolz auf die Kinder. Die Quarkatzen waren mega, wirklich mega. Und ich habe so geheult gestern vom Fernsehen, unfassbar. Sehr zufrieden, wo ich da auf der Bühne stand. Leider habe ich mich versungen. Möchten wir berühmt werden? Ja. Du ja? Aber ich glaube, ich bleibe lieber Lehrerin hier am Alten Teichweg. Ich konnte gar nicht schauen, ich hatte nur Tränen im Auge. Also, ja, ich schaue mal alles noch mal nachträglich in Ruhe an. Ich konnte nicht so richtig gucken, weil auch so viel Pipi in den Augen war. Ja, schön, dass ihr alle Möglichkeiten hattet. Das war richtig schön. Ist cool. Tschüss.